Svenja Tös, Weltklasse-Triathletin. Schön, dass du bei uns bist. Svenja, wie bist du denn eigentlich zum Triathlon gekommen? Das ist eine lustige Geschichte. Durch ein Gewinnspiel 2011 habe ich einen Startplatz für den 70.3 Mallorca gewonnen. Dann 2012 auf Mallorca gestartet. Ironman macht man ja, glaube ich, nicht gerade so aus der Hüfte raus. Genau, mein Ziel war einfach nur, das Ganze zu schaffen. Das sind ja 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Laufen. Und das waren alles Disziplinen, die ich vorher nicht trainiert habe, beziehungsweise ich habe gar keinen Sport gemacht vor 2011. Nur ein bisschen gelaufen mit meinem Hund. Und dann habe ich diese Challenge auf mich genommen und wollte es einfach schaffen. Einfach diese Challenge auf dich genommen? Also ich meine, 90 Kilometer Fahrrad fahren, 22 Kilometer laufen und 1,9 Kilometer schwimmen, das ist ja kein Pappenstiel. Also wenn man jetzt vorher nicht mega sportlich war, bedeutet das ja auch einen ziemlichen Trainingsaufwand. Ja, es war auch ein enormer Trainingsaufwand. Mein Körper war auch nicht sehr dankbar darüber anfangs, weil ich sehr viele Verletzungen hatte. Aber ich weiß nicht woher, aber irgendwie habe ich ein Talent dafür und deswegen bin ich immer noch in dem Sport geblieben. Das heißt also 10 Jahre jetzt, Triathlon ist ja schon eine gewisse Strecke. Das bedarf ja auch ein wahnsinniges Training, das da dahinter steht. Wie sieht denn eigentlich so der Trainingsalltag von Svenja Tös aus? Ja, ich habe jetzt einen Trainer gewechselt, bin jetzt in St. Moritz und ja, morgens 7 Uhr schwimmen, beziehungsweise 6.30 Uhr im Sommer für 1,5 bis 2 Stunden. Dann haben wir 2 bis 3 Stunden Pause, gehen meistens dann nochmal aufs Fahrrad 1,5 Stunden, haben nochmal 3, 4 Stunden Pause und haben dann noch eine Einheit danach, meistens auch Fahrrad. Was war jetzt so aus den letzten 10 Jahren dein persönlich größter Erfolg? Definitiv der Ironman Cozumel-Sieg 2018. Gab es noch was anderes, was dir in guter Erinnerung geblieben ist? Ich war jetzt ja 2-mal auf Hawaii. Einmal als Altersklassenathlet 2016, als ich mich entschieden habe, ins Profilager zu wechseln. Da wurde ich 15. gesamt und habe alle Altersklassen gewonnen. Das war definitiv noch ein Riesenerfolg neben Cozumel. Und ja, die Qualifikation für Hawaii als Profi war natürlich auch gigantisch. Leider, das war 2019, nur leider hatte ich Magen-Darm-Probleme und wurde 20. Und was ist genau das, was dich in all diesen Jahren an dieser Sportart Triathlon so gefesselt hat? Ja, man hat sehr viel Zeit mit sich selber, man lernt sich sehr gut kennen, man weiß, wo die Grenzen sind und es ist so ein bisschen der Sinn des Lebens für mich. Ich lerne so viel über mich selber und auch meine Mitmenschen und vor allem auch den Fokus zu behalten. Ich glaube, das geht in unserer Gesellschaft ein bisschen unter, ein Ziel zu haben. Und das kann ich mit dem Sport sehr gut verkörpern. Was ist das nächste Ziel von Svenja Tös? Oh, ja, ich habe jetzt mal mir zwei Jahre gesetzt, um zu sehen, wie weit ich bis dahin komme. Die Zeiten sind momentan sehr, sehr schwierig für mich. Und nicht nur für mich, sondern für generell Sport, Tourismus etc. Und dann schauen wir mal, was die nächsten zwei Jahre mit sich bringen. Was durfte Svenja in den letzten 10 Jahren über sich selbst erleben, erfahren? Definitiv meine Schwächen, dass ich mich gerne mal vor harten Einheiten drücke. Ja, diese Hürde zu überwinden, immer wieder aufs Neue sich herauszufordern, das ist definitiv, was ich gelernt habe, dass es funktioniert. Und man ist selber überrascht, was eigentlich alles funktioniert und was in einem Körper drin stecken kann. Wo liegt deine größte Stärke? Niemals aufzugeben. Vielen Dank, Svenja Tös.